Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, diesmal beginnen wir den Vlog mal wieder mit mir. Ich habe bis jetzt schon die Kinder in den Kindergarten gebracht, jetzt bin ich noch zu Hause. Ich werde mir was zum Frühstücken vorbereiten. Die Mama ist noch im Schlafzimmer, sieht sie den kleinen Mann an. Sie kommt dann auch in der Küche, wir werden dann gemeinsam frühstücken. Heute gibt es bei mir zum Frühstücken mal Porridge. Ist ein ganz einfaches Rezept, das geht auch ganz schnell. Mir schmeckt sehr gut und ist mega gesund. Soll ich euch zeigen, wie das geht? Machen wir schön. Also, ich habe hier eine Banane, etwas Haferflocken, dann Haselnussmilch und einen Topf. Natürlich eine Kanne und Löffel darf auch nicht fehlen. Also, eine Kanne Haferflocken. Und das kommt da rein. Danach brauche ich eine Kanne Haselnussmilch. Da kommt natürlich auch gleich da rein. Und eine Kanne Wasser. Das kommt auch da rein. Und dann auf niedrige Hitze köcheln lassen. So, danach in einem Teller die Banane zermatschen. Ich glaube, ich werde mir zwei Bananen reingeben, weil eine ist ein bisschen zu wenig. Ich mag mehr mit Bananengeschmack, deswegen, also den Bananengeschmack soll ein bisschen intensiver sein. Ups, die Banane ist am Boden gefallen. Mein Porridge ist in der Zwischenzeit schon fertig geworden. Der werde ich jetzt gleich in meinen Teller umkippen. Mit der Banane gut vermengen und voilà. So, mein Porridge ist fertig, schaut so aus. Man kann so essen oder auch mit Honig. Ich habe nicht mehr so viel Honig, deswegen werde ich das Ganze jetzt. Hallöchen auch von mir, meine Lieben. Ja, der Papa und ich haben gefrühstückt vorhin und jetzt ist der Papa kurz rausgegangen. Der ist jetzt nämlich zu den Hühnern, denen frisches Wasser zu geben und ein bisschen Ordnung dazu machen. Und ja, ich bin hier mit dem Kleinen, ich habe ihn jetzt gestillt und jetzt ist er eingeschlafen. Und jetzt ja, kuscheln wir ein bisschen, bis die großen Schwestern wieder vom Kindergarten zurückkommen. Weil die Kinder waren ja die ersten zwei Tage nicht im Kindergarten, aber ich habe mich ja testen lassen, die Michelle auch. Das habt ihr ja mitbekommen im letzten Vlog. Und wir sind beide negativ, deswegen habe ich dann die Mädels in den Kindergarten gebracht. Ich wollte mich noch kurz mal zum letzten Video äußern, weil da viele Kommentare kamen. Es ist natürlich, Corona ist ein schwieriges Thema. Dass Corona die Meinungen spaltet, das wissen wir schon. Na, wir haben ja schon ein Jahr lang Corona und leben damit sozusagen. Ich will mich dazu jetzt zum Testen auch gar nicht mehr großartig äußern. Ich sage einfach nur, leben und leben lassen. Ich kann es verstehen, dass Leute gibt, die das natürlich super abstoßend finden, es schrecklich finden. Ich habe wirklich Verständnis dafür, dass man das nicht möchte. Aber ihr müsst auch für mich Verständnis haben, dass es für mich kein Problem ist. Es gehört für mich einfach dazu. Es hat uns ein bisschen ein Stück Freiheit zurückgegeben. Bei uns ist es auch verpflichtend, zum Beispiel für die Kinder, dass wenn die in die Schule gehen wollen, dann müssen sie sich einmal die Woche in der Schule halt testen. Sie machen das selber, die Tests, also nicht, dass da ihr glaubt, dass die Lehrerin das macht oder so. Und es gibt natürlich auch Kinder, die sich nicht testen lassen wollen oder wo die Eltern nicht einverstanden sind, die dürfen dann halt nicht in den Präsenzunterricht. Die haben halt die ganze Woche dann Online-School. Aber wie gesagt, das vertieft schon wieder das Thema. Bei der Michelle war auf jeden Fall das Testen verpflichtend, weil da ein positiver Corona-Fall halt war. Und stellt euch mal vor, die Michelle wäre positiv gewesen und man wüsste das nicht. Das wäre mir einfach auch viel zu riskant gewesen. Ne? Nur weil wir die Michelle jetzt testen haben lassen, heißt das nicht, dass ihre Quarantänezeit sich jetzt irgendwie verkürzt oder so. Also das wird schon auf jeden Fall eingehalten. Ja, dazu kann ich eigentlich auch nicht viel mehr dazu sagen. Ja, es ist halt so und ich möchte einfach, dass trotzdem der freundliche Umgang miteinander beibehalten wird, auch in den Kommentaren. Für mich sind kritische Kommentare überhaupt kein Problem. Jeder darf gerne seine Meinung äußern. Natürlich, wenn es alles immer noch unter dem respektvollen Umgang miteinander herrscht und jetzt nicht arg zu sehr beleidigend oder so wird. Wie gesagt, leben und leben lassen. Ich werde jetzt ein bisschen mit meinem kleinen Buben noch kuscheln. Der Papa kommt dann eh auch gleich rein und wird dann
Mittagessen zubereiten. Heute gibt es wieder Schnitzel. Ich sag's euch, die Kinder fahren sowas von auf Schnitzeltag ab. Wenn sie wissen, es ist Schnitzeltag, die lieben es. Aber man muss auch wirklich sagen, der Papa macht die besten Hühnerschnitzel, die ich je gegessen habe. Wirklich so, so, so lecker. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was versuchen zu arbeiten. Hier mit dem Kleinen so bei mir. Da mache ich immer den Laptop hier auf meine Beine und dann mit ein bisschen gearbeitet und ja. Ich habe es geschafft, den Kleinen kurz abzulegen, ohne dass er wach wird. Das ist immer so ein Erfolgserlebnis. Der Papa hat jetzt schon zum Kochen begonnen. Er hat hier schon den Salat geschnitten und macht sich jetzt gleich an die Schnitzel. Hier ist die Hühnerbrust. Dann gibt es hier schon Eier. Und jetzt wird mein Messer scharf machen. Aha, Messer scharf. Das Messer scharf. Soll ich dir noch so einen Teller vorbereiten für die Semmelbrösel? Nee, mach schon. Okay. Ja, und ich lasse euch jetzt ein bisschen beim Papa, der nimmt euch ein bisschen beim Kochen mit. Mittlerweile sind die Mäuse vom Kindergarten zurück. Wir haben auch schon mit dem Essen begonnen. Die Einzige, die nicht mit am Tisch ist, ist die Michelle. Und Bruder Baby schläft noch. Und Bruder Baby schläft noch, genau. Der Kleine schläft noch im Nestchen. Die Sophie möchte mit Papa kommunizieren. Auf jeden Fall, die Michelle ist die Einzige, die nicht am Tisch ist, weil sie gerade Unterricht hat. Deswegen hat sie ihr Essen mit runtergenommen. Oh nein. Und ja, Lara ist schon fertig mit Essen. Ich habe noch nicht begonnen, weil ich warte solidarisch auf den Papa, der dann noch hinten die restliche Schnitzel brät. Genug. Ist lecker. Oh, Mietzi Kati. Mama, lass mich so gerne. Salat gibt es auch zum Schnitzel dazu. Ich hole mir schon mal ein schönes Schnitzel. Lass mir das bitte herschieben, warte. Merci. Wir sind jetzt im Garten, wir haben schon Mittag gegessen und wir wollten unbedingt nach draußen gehen, weil das Wetter wirklich sehr, sehr schön ist. Wir haben schon seit sehr langer Zeit nicht mehr so ein schönes Wetter gehabt. Und wir sind jetzt, also ich, Lara und die Lisa. Oh. Es ist so schön da draußen, das ist unglaublich. So, meine lieben, Trampolin ist gebaut und die Kinder tummeln sich richtig aus. Ich will Popcorn. Ich will Mais sein. Ich mag ein Popcorn sein. Machst du Popcorn essen? Ja. Soll ich Popcorn machen? Ja. Ich will ein Popcorn. Schau mal, Lara, sah an. Was? Du schaust aus wie ein
Wie ein Gespenst. Ja. Nein, geh weg. Ich habe Angst, dass das wehtut. Da. Autsi. Genau sowas habe ich vermisst. Einfach mit den Tieren kuscheln. Schönes Wetter. Mit den Kindern im Garten. Das fühlt sich so gut an. Und dieser Entengeruch, der riecht nach Donald Duck. Was mir aktuell im Garten am meisten gefällt, ist, ich habe eine Ecke da, wo ich Blumen eingepflanzt habe. Und ich zeige euch, wie das aussieht. So schaut es aus. Unfassbar. So, meine Lieben, jetzt bin ich mit den Kleinen draußen. Der Papa ist jetzt Physiotherapie und wir sind vor der Tür vom Haus. Die malen ein bisschen Kreide. Und jetzt spielen wir ein bisschen Abfangen. Und Kekse haben sie auch schnabuliert, die Mäuse. Bitteschön. Jeder schnappt sich einen Keks, oder? Jetzt dürft ihr die Mama fangen. Mädels haben sich jetzt ihre Fahrräder geschnappt. Mama hat gewonnen. Du hast gewonnen. Hier ist die Lara. Na komm, fahren wir weiter. Und Lara hat verloren. Die Lara hat verloren? Ja, sie hat gewonnen. Ei, wirklich. So, jetzt fahren wir ein bisschen hier. Sehr toll, sehr toll. Super. Du kannst ein bisschen weiterfahren. Lara, du kannst bis ganz nach hinten fahren. Okay, dann drehe ich halt um. Oder doch nicht. Ah, wie schön. Wir bringen das Fahrrad voll langsam. Ui, dann muss mein Papa dann das einstellen. Der hat den Papa aufs Fahrrad. Was hast du denn gesagt? Meine Brille wieder. Deine Brille? Welche Brille? Sonnenbrille? Ja. Die brauchen wir jetzt im Garten. Nicht. Im Garten? Ja, macht nichts. Nicht. Okay, Mama. Fahrrad kann sie nicht. Ihr könnt es dann wieder drüben umdrehen, ja? Ja. Beim alten Haus. So, wir fahren jetzt die ganze Zeit hin und her und der Kleine, oh Mann, ich höre ein Guslaufen. Die Mütze habe ich so auch dabei, aber es ist so warm, 17 Grad hat es bei uns, es ist einfach super warm. Und ich bin sogar im kurzärmeligen T-Shirt, wie ihr sehen könnt. Also. Und ich bin normalerweise sehr kalt. Mittlerweile sind wir wieder im Haus und ich, so oft, wenn ich die Kamera anmache, ich schwöre, sie hat bis jetzt nicht geweint, aber jetzt habe ich die Kamera angemacht. Was wollen Sie mir mitteilen, Frau Sophie? Patrick, warst du mal mit den Hunden Gassi am Nachmittag? Ja. Okay. Immer wenn ich die Kamera anmache, dann jault die Sophie. Gehst du noch mal? Sophie, der Patrick hat gesagt, er geht mit euch Gassi. Emmy, Sophie, der Patrick hat gesagt, er geht mit euch Gassi. Gassi? 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 Wo ist der Gassi? Wo ist der Papa? So, ich bin aber auf jeden Fall in der Küche, weil ich hier die Küche putzen wollte. Papa hat ja heute Schnitzel gemacht und das hat er dann... Was ist denn los? Gleich. Und ich will das hier sauber machen. Die Michelle passt kurz auf den Kleinen auf. Und ich werde jetzt ganz schnell das alles putzen und nicht viel labern. Das wollte ich sagen, genau. Meine Lieben, schaut mal, wer wieder da ist. Der Papa. Er schwingt den Teller. Ja, wir sind jetzt am Abendessen zubereiten. Wo hat sich Polenta gemacht? Was siehst du denn mit diesem Polenta? Ich habe Lust, nochmal Schnitzel zu essen. Nochmal Schnitzel mit Polenta. Okay. Im Backofen sind für uns ein paar so kleine Brötchen.
Wir haben nämlich beim Hofer so mini kleine Laugenbaguettes gefunden, mini Käsestange, und da möchten wir sobald wieder ein Lunchbox-Video drehen, und für das haben wir die gekauft, einmal zum Testen, ob die lecker sind. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall mal was zum Abendessen, also was jausnen, sagen wir jetzt für euch. Was ist das? Weil es so heiß war und das Wasser war da. Das Polenta hat jetzt gemacht. Ich hab gedacht, das schießt gleich in die Höhe. Das ist nicht mehr Popcorn, oder was? Nee, das hat sich voll schlimm angehört. Keine Ahnung. War nicht bekommen. Ja. Was wollte ich denn sagen? Hab's vergessen. Was hab ich denn gesagt? Schön groß. Ja, lustig. So schauen die aus? Nicht so hart. Wie lange hast du den jetzt drin gelassen? Ich hab geschaut. Ich hab nach Farbe geschaut. Die gehören nämlich nur ganz wenig, gell? Wie viel? 5 Minuten oder so maximal. Alter, was ist da denn? Oh, Papa. Knusprig. Ja gut, da braucht man gute Zähne. Sonst gibt's hier... Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Dein Popcorn hat mich aus dem Zähnen. Nein, die Mama wurde jetzt ein bisschen Was hat das heißt? Nein, ich glaube, ich habe gesagt... Lunchbox-Video, ich gesagt. Ah, ja, genau. Dass wir jetzt was jausnen. Genau. Wie in Österreich sagen jausnen. In Deutschland sagt man Abendbrot. Okay. Deswegen nehmen wir unser Abendbrot essen. Genau. Und ja. Bis dann. Bye, bye.